Ja, hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu diesem Vlog. Ja, ich habe auch länger keinen Vlog mehr gemacht, deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt einfach mal einen Vlog. Und wir können es bereits hier schon sehen, es ist sehr dunkel und ihr wundert euch wahrscheinlicherweise, warum lädt der Typ jetzt zwei Videos an einem Tag hoch. Und der Grund ist einfach, dass ich es liebe. Es macht mir einfach sehr viel Spaß, Videos zu machen, Videos zu produzieren und für euch das Ganze zu machen. Und deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt diesen Vlog. Und wie ich bereits gerade eben sagte, das Video wird kein Schlagzeugspiel beinhalten, denn es ist bereits dunkel. Aber ich möchte euch jetzt mal einen schönen Blick geben, und zwar, ich werde jetzt mal die Tür öffnen, so, und jetzt werde ich mal die Kamera umdrehen, so, hier sehen wir also den schönen Schnee, den wir momentan hier haben. Es ist schön kalt, die Luft ist richtig, richtig gut, es treibt einen dazu, einen Spaziergang zu machen in dieser Luft, aber es geht nicht. Also lieber schön drin bleiben. Und ja, leider geht's nicht, aber wie dem auch sei. Und jetzt gehe ich mal an mein Schlagzeug, denn ja, ich möchte euch da was zeigen. Und ja, so, hier sind wir also am Schlagzeug und ja, ich wollte euch mal die drei Stacks ein wenig genauer zeigen, die ich letztens gebaut habe. Also beginnen wir hier mit dem Lampenschirm oder was das auch immer sein mag. Auf jeden Fall irgendeine Art von Schüssel. Und diese Schüssel liegt auf dem Bell, das ich hier umgedreht habe. Und das produziert halt eben einen ganz krassen, eigenständigen Sound, den nur diese Kombination produzieren kann. Und ich finde es einfach nur geil. Und wenn wir jetzt hier auf 180 Grad uns umdrehen, haben wir hier zwei weitere Stacks, und zwar einmal hier wieder eine Schüssel, und diese liegt hier auf dem Sabian AA Splash 8 Zoll und ja, kann benutzt werden als Tambourinersatz, klingt richtig geil. Und dieses Stack-Combo hier ist ein absolutes Biest, ein Monster, weil hier haben wir das 16 Zoll Heavy Crash von Samsung und das liegt auf einem Wuhan China. Und diese Kombination ist einfach sehr, sehr, sehr giftig und böse und richtig geil im Sound, muss man einfach sagen. Und ja, ich habe auch eine sehr interessante Crash-Becken-Kombo. Und zwar hier das 16-Zoll-Crash, da das 18-Zoll-Crash und hier das 20-Zoll-Crash. Und das ermöglicht mir einfach wunderbare Jazz-Figuren, Patterns, bla bla bla, schön zu spielen in dieser Position. Und ja, das ist, was gerade momentan an meinem Schlagzeug so passiert. Und ach ja, ihr habt es ja bereits schon vorhin gesehen, das sind diese Wincent 7A Stöcke, die ich reviewed habe, beziehungsweise eine Rezension auf Englisch abgegeben habe. Ich zeige sie euch nochmal. Das sind sie, mal umgedreht hier so, und ja, das waren die Stöcke, die ich heute
Mittag reviewt habe, eine Rezension abgegeben habe auf Englisch. Und ja, ist ganz okay, wie ich finde. Und ja, jetzt will ich mal noch ein bisschen was so generell labern, denke ich mal. Also gehen wir weg vom Schlagzeug hier und ja, begeben wir uns auf eine neue Position. So, da sind wir. Und ja, da bin ich jetzt nun hier und ja, ich hoffe, euch geht es gut. Trotz all dem, was momentan stattfindet, ich hoffe, ihr seid gesund, euch geht es gut und so weiter, denn das ist ja momentan das Wichtigste und ich habe zu sagen, dass es mir momentan es so geht. Das hat aber auch seine Gründe, die ich hier in diesem Video nicht sagen will und möchte. Und ja, es hat halt seine Gründe, aber ich versuche, das möglichst Beste aus allen Dingen zu machen, die momentan stattfinden. Ich versuche, ruhig zu bleiben. Und ja, so sieht es halt momentan aus und ja, das war's mit dem Vlog. Ich bedanke mich fürs Anschauen, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Disliken und vor allen Dingen für das Weiterleiten meines Kanals. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.